So, wir haben jetzt 20 Fallplätze. Wir müssen zu den anderen rüber, wir haben schon Verwundeten. Wir müssen zusehen, dass du da hinkommst. Wir beide geben euch jetzt Deckungsfeuer und ihr müsst dann zusammen über die freie Fläche springen. Verstanden? Jawohl! Bitte nicht gestorben, okay? Max, Max, du hast mich gestorben. Thank you.
dich erst. Hey Mama! Oh Mama! Oh. Gott sei Dank geht es dir gut. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin auch froh. Na, Großer. Oh. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Guten Appetit. Mhm. Guten Appetit. Wow, köstlich wie immer. Danke. Letzte Woche besucht und weißt du, wen wir in der Stadt getroffen haben? Na, wen denn? Michael und seine Frau. Ach, und wie geht's denen? Die beiden haben sich überhaupt nicht verändert. Vor allem sie nicht. Naja, also die Schwangerschaft ist auch nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Na komm schon. Die Geburt ist gerade mal 3 Monate her. Die beiden haben ein Kind bekommen, Tom. Das weißt du bestimmt noch gar nicht.
Kleine, der ist so niedlich. Der hat so große blaue Augen. Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß nicht, hatten Sie den Namen gesagt? Ich weiß wirklich nicht mehr, aber er sah richtig süß aus. Ist der Kleine nicht Tobias? Michael ist Vater geworden? Ja, es bleibt einfach. Ja, noch ein bisschen. Habe auch ein paar Sachen gekauft und dann das.
warst du denn so lang? Ich war unterwegs. Und was ist mit den Einkäufen? Tom? Bist du wahnsinnig? Das willst du doch wohl nicht wegschmeißen! Ich... Dirk wollte das nicht mehr. Bist du nicht ganz dicht? Das kann man doch noch essen! Nur der Alte keinen Hunger mehr hat, kannst du das nicht wegschmeißen! Es tut mir leid. Es braucht dir nicht leid tun. Denk einfach nach! Ich kann nicht kommen, Herrn. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich habe gehört, der Kamerad Koch übernimmt den Erste-Hilfe-Kurs. Wolltest du das nicht eigentlich machen? Ja, aber ich habe es mir anders überlegt. Warum das? Sieht dir gar nicht ähnlich. Ich habe dir deine Akten in den Schrank geräumt. Danke, Tom. Hält dir eigentlich irgendwas auf? Nee, sollte nicht. Ja, an dem Tisch haben wir uns das erstmal getroffen. Ach ja, stimmt. Kann ich euch denn schon was zu trinken bringen? Ja, ich hätte gerne einen Rosé. Ich nehme Pilz. Kommt sofort. Ich bin bereits auf Seite 50 bei meiner Examensarbeit. Das klingt doch gut. Seit ein paar Tagen komme ich nicht weiter und ich weiß auch nicht, ob dem Professor die Arbeit gefallen wird. Ich habe sie einigen Freunden von der Uni zum Lesen gegeben, die finden sie alle gut, aber ich weiß nicht so recht.
Irgendwie das Gefühl, ich war in völlig falsche Richtung. Die sagen zwar, alles gefällt ihnen gut, aber ich muss gerade überhaupt nicht glauben, dass ich einen Freund von unten liegen kann. Ja, die Bundeswehr. Luft- und Raumfahrt. Ach ja? Und warum ausgerechnet bei der Bundeswehr? Ich weiß doch genau, was die da machen. Ja, nix. Weiß ich doch noch von meinem Grundwehrdienst. Das kannst du doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Was machen die denn da drüben im Einsatz, hm? Die vergeuden unsere Steuergelder. Ich weiß nicht. Wie, ich weiß nicht? Zu dem Thema sollte doch jeder eine Meinung haben. Die sitzen doch in ihrem Auslandseinsatz die meiste Zeit faul auf ihrem Arsch rum. Ist ja gut, ja. Nix ist gut. Was ist gut? Gut ist, dass sie diesen beschissenen Wehrdienst abgeschafft haben. Das darf doch alles nicht wahr sein. Siehst du nicht, was mit ihm passiert? Wie er sich verändert. Nicht mal Jessica kommt mit ihm klar. Der ist doch überhaupt nicht mehr er selbst. Es wird schon irgendeine Erklärung für all das geben. Ich dachte, der Junge braucht einfach nur Zeit. Ich dachte, er wird sich schon eingewöhnen. Unser Sohn ist ein Schläger! Tom. Wolltest du mich sprechen? Ja, bitte setz dich, Tom. Gibt es im Moment irgendwelche Probleme bei dir? Im privaten oder auch hier bei uns im beruflichen Bereich? Ich frage deshalb, weil also mir und auch einigen anderen Kameraden ist aufgefallen, dass du verschlossener geworden bist. Du hast dich verändert. Wir haben das Gefühl, dass wir uns nicht mehr zu 100% auf dich verlassen können. Nicht verlassen? Man kann sich auf mich nicht verlassen? Du warst nicht im Einsatz! Du weißt nicht, was da draußen läuft! Ich habe meine Kameraden gerettet! Mann, Scheiße! Ich habe meine Kameraden gerettet! Mann! Und ihr könnt euch auf mich nicht verlassen! Nein! Ich habe mich nicht verändert! Man kann sich auf mich verlassen! Ich weiß, dass das schwer für dich ist. Aber du musst jetzt einsehen, dass du Hilfe brauchst. Komm bitte.